Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Montagabend und ich fahre zum Steve, zum Sender Steve, Leute. Und was das zu bedeuten hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir nehmen euch auf einen kleinen Mini-Roadtrip mit. Und ja, also ich freue mich sehr. Ich glaube, das wird ein spaßiger Abend heute und eine kleine spaßige Tour. Let's go! Leute, wir sind beim Thomas angekommen. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir hier parken können. Ah, wer ist das denn? Denzel Dalja! Wie ist das? Gut! Ich bin der Thomas ohne H. Und das ist der Steve ohne H. Ohne Bike. Wir sind heute hier, weil der Steven, der hat ja mal mit Daniel angefangen mit Mountainbike fahren. Dann habt ihr euch so in Koblenz zwei Fahrräder gekauft. Und dann ist der Steven ja vom Weg abgekommen, vom Rechten. War anderthalb Jahre bei den Zeugen Jehovas. Aber das ist eine andere Sache, das wollen wir nicht ausbreiten jetzt. So, aber ich habe keine Kosten und Mühe gescheut und habe dem Steven hier wunderbar ein Bergamont E-Rework besorgt. Ja, mit Vario-Stütze hier, ja. Oldslick-Griffe, Oldslick hier. Rental-Cockpit. Ja. Rental-Cockpit, der neue Bosch-Motor. Und ganz wichtig, Kamera-Package, dass du ihm einfach ein bisschen unterstützen kannst. Kannst du alles hier hinten reinpacken. Schutzbleche, damit du nicht dreckig wirst. Ich bin jetzt Kameramann geworden. Ja, deswegen ist das die Leute hier, das weiß er noch nicht. Nee, der denkt jetzt was anderes. Nein, das ist natürlich jetzt Quatsch, wir wollen dich ja nicht verarschen. Ne? Ich mach mal den Raum auf, ich hab da was für Steven hier im Räumchen. Na? So. Urban Freerider, ja? Das wollt ihr doch haben, oder? Ja, natürlich. Oder nicht? Nein, das ist ein Projekt, das ist noch schwer geheim übrigens, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die heilige Halle, oder? Steven, bist du schon ein bisschen nervös? Ja, sicher. Ich kenne die nicht, weil ich war noch nie hier. Du warst noch nie hier? Nee. Ja, das habe ich alles hier mit Gott zusammen errichtet. Also wenn ich jetzt als Elektriker da oben gucke, wie das, aber sieht gut aus. Das habe ich verstromt, ja, genau. Ja, hier kannst du auch, wenn du das Licht nicht mehr haben willst, einfach das Kabel rausziehen. Hier, das ist doch super. Aus. Das ist optimal. Das ist doch super, ne? Dann gehen wir mal hier rein. So, Licht an. Das habe ich auch gemacht. Sehr gut. Ja. Übrigens hier, ne? Stylisch natürlich, aber. Yes! So, und der Steven ist heute da für das hier. Das habe ich mir extra hier für einen Bikepark zum Üben, ne? Wenn die Fahrräder rein und raus tun kann, ne? So. Hallo, lange nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, ich bin es ja schon mal gefahren, ne? Aber ja, nicht damit. Nicht damit, nein. Das ist jetzt eine Ultimate. Das ist eine Ultimate drin. Genau, und es sind auch irgendwie nur die Reifen da, die gerade verfügbar waren. Aber hinten ist sogar neu. Mega geil. Das gute Stück machen wir mal an. Allein schon dieses zentrale Anschaltknopf, mega. Ne? Ist aufgeladen natürlich. Ne? Damit ich jetzt nach Hause fahren kann. Damit du jetzt nach Hause fahren kannst. Genau. 2290 Kilometer. Ich habe wieder total übertrieben. Im Vertrag stehen 2300, glaube ich. Und jetzt folgendes. Der Steven fängt ja wieder an mit dem Fahrradfahren. Ne? Haben wir ja so irgendwie am Rande, habe ich das mitbekommen. Ich gucke ab und zu mal Videos bei diesem Freeride Flow. Genau. Ah, ja. Und da haben die das gesagt. Und ja. Ich habe gedacht, zum Wiedereinstieg gibt es eigentlich nichts Geileres, weil was ist immer sehr, sehr groß, der innere Schweinehund. Und dann gibt es nichts Geileres, wie halt einfach mit einem Full-Size-Motor, in dem Fall ein EP8, der sogar nicht klappert, rumzufahren. Ja, ich habe es hier ein bisschen sauber gemacht, habe die kaputten Decals alle abgemacht hier so, verpiss dich mit Apfel und sowas, war nicht mehr so lesbar. Ja, Bremsscheiben sind noch neue draufgekommen, weil die waren nichts mehr. Und nur die Sattelstütze hat ein bisschen Schwund, aber ich denke mal für den Anfang, sie tut es halt noch, ein bisschen Silicon Shine drauf, ne? So. Und
da du ja jetzt quasi ein Oldschool-Kumpel vom Daniel bist, ließ mir das einfach keine Ruhe. Und ich habe gerade halt sowieso die Möglichkeit, halt dieses Fahrrad habe ich ja auch weggehabt und ist jetzt wieder da. Und ich habe jetzt einfach auch finanziell die Möglichkeit, dir das halt einfach mal 2 Monate zu leihen, quasi zu vermieten, nicht zu leihen, zu vermieten für einen sehr, sehr teuren Kurs, ne? 30 Euro im Monat, das ist wirklich teuer. Also nicht, dass jetzt zig Leute kommen und Fahrrad mit. Das ist nur, weil der Steven so ein guter Kumpel ist, genau. Und der Steven muss dafür aber auch was leisten, Leute. Und jetzt wird es ja interessant, weil der Steven ist mein Next Progression Opfer. Also kriegen wir den Steven progressiv zu einem aktiven Mountainbiker mit meiner neuen Fahrtechniklehre, nämlich Fahrtechnik weg und nur Fahrgefühl beibringen. Kriegen wir das hin? Oder werden wir verzweifeln und uns einfach, heulend irgendwo hinsetzen? Das wird spannend, Leute. Ja, es wird sehr spannend. Aber es kommt mir tatsächlich gelegen, weil du hast das Video gesehen, wo ich mit Daniel gefahren bin, hast ja auch kommentiert, dass du auch schon am Fahrrad dran bist. Und war noch niemals gelogen? Nach anderthalb Jahren wieder auf den Radl zu steigen und dann damit da auch noch bei den besten Bedingungen zu fahren. Ich habe mir die ersten 2 Abfahrten so in die Hose geschissen. Ja, aber was ich im Video gesehen habe, das ist halt schlecht, weil Daniel dich immer aufgehalten hat. Du wolltest eigentlich viel schneller fahren. Ich wollte schneller fahren. Und auch Michi hast du ja gesehen. Ja, genau. Ja. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, Michi hat es aus ihrem Reel rausgeschnitten. Die hat die Kurve ja gar nicht bekommen. Und dann hing ich ja am Hinterrad. Aber Das muss man natürlich rausschneiden, weil das sind ja Content Creator. Da muss man halt wirklich aufpassen. Die posieren nur, ne? Ja, genau, die posieren ja nur. Ist ja noch wie dieser Daya, ne? Da ist ja im Prinzip gar keine Progression mehr. Der ist ja eh eine Folge. Ja, macht nur noch Videos. Ja, nur Videos. Können tut er so. Nur Videos und Produkte in die Kamera halten, die er sowieso nicht benutzt. Das ist richtig. Halt ganz bei allen YouTubern so. Achso, das kannst du ja rausschneiden, Daniel, ne? Nein, aber also tatsächlich freue ich mich da sehr drauf, weil erstmal mit der Maschine wieder zu fahren. Und ich kenne sie ja noch. Ne? Ja. Und dann noch den Kurs dazu, das wird, glaube ich, eine echt gute Zeit, eine geile Zeit und ich habe da schon ziemlich Bock drauf. Ja, also ein schöner Abend. Übrigens sind die beiden Herren dafür, haben extra ein Visum beantragt, um hier im Sauerland kurz vorbeifahren zu können und kommen aus dem Bergischen Land hier hin. Ja, Leute, wir nehmen euch natürlich mit, ne? Also alles, was der Thomas gerade eben erzählt hat und Steve, werden wir natürlich medial auf diesem Kanal begleiten, sozusagen. So ähnlich, ne, wie ich das damals gemacht habe mit Thomas. Genau. Und wenn man jetzt ein Songzitat nehmen würde, könnte man zum Beispiel sagen, es wird ein langer, langer Weg und niemand sagte, es wird leicht. Genau. Aber, weißt du, was mir da gerade einfällt? Wenn ich dann das erste Mal einen fahrtischen Kurs beim Thomas habe, ne? Ja. Ich war ja bis dato erst der Sender-Steve, dann bin ich zu Herr Sender geworden. Ja. Dann werde ich ja, was passiert dann? Bist du der Gesendete. Genau, dann bist du der Gesendete. Der Gesendete? Saint Steve. Ja, das entwickelt sich halt dann. Ja, ne? Verstehst du? Ja. Okay, nee, das ist gut. Kann ich mich dran gewöhnen. Der Gesendete. Steve Saint. The Sainted Steve. Aber, das kann ich euch schon mal sagen, Leute, was ich auf alle Fälle mit Daniel machen will, ist, ich will einmal Daniels Tag, Daniels Routine im Fitnessstudio, mal gucken, ob ich die überhaupt überleben würde. Das würde mich mal interessieren. Na, die ist nicht mehr so wild. Nee, die ist wirklich nicht wild. Das kriegst du hin. Das kriegst du locker hin. Dann gehe ich doch zu Marc Pottliger. Ne? Marc, wenn du das siehst, dann komme ich lieber zu dir. Ne? Ja. Der Stoff. Ja, der Marc stofft. Der Stoff. Ja. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Marc, ne? Aber der ist doch auf Stoff, oder? Ja, also der ist schon Ü30. Also ich meine, ich bin jetzt auch mittlerweile 29 plus, also ich glaube, der nimmt nur Anabolika, sonst gar nichts. Meinst du? Ja. Ich glaube, der nimmt auch noch, der isst Stierhoden. Ja, das kann auch sein. Nee, der ist ja Veganer, das kann nicht sein. Der nimmt dieses ganz gefährliche Kreatin. Nee, ja. Ich glaube, der tut unglaublich oft Getränke mit Hydrogencarbonat trinken. Ah, ja, das kann auch das sein. Das haut ja richtig rein, ne? Ja, das haut total rein. Also man sieht, wir sind auch ernährungsabsolute Experten. Ne? Ja, ich würde sagen, wir verladen mal das Gerät, oder? Ja, das Gerät. Liebe Michi, Sicherheit geht dem Thomas immer vor und deswegen hat er hier ein X hingemalt und da ein Pfeil hingemalt. Kann man das sehen in der Kamera? So, wenn man von oben kommt, sieht man da das X und da den Pfeil. Na?
Weil du wolltest den ja nochmal fahren und das kann nicht nochmal passieren. Es hat ja nicht gereicht, dass ihr eine halbe Stunde hier gestanden habt und das gesehen habt von unten. Da kann man sich ja oben nicht mehr dran erinnern. Ja, richtig. Ne? Das war ja schon 3 Stunden her nach der Tour. Voll hat Spaß, geht ganz schnell vorbei. Und wenn ich meine Rippen kaputt habe, brauche ich wieder hier mal ein Feuer. Genau. Landgerät! Merci. Habe ich auch professionell für den Elektriker, falls du willst, kannst du den Stecker mal professionell reparieren. Das ist natürlich, ich werd mich mal dran das ist quasi nur eine Stützreparatur. So, und jetzt kommt natürlich das Kleingedruckte, ne? Ah, ja. Jetzt kommt erstmal der Waschmaschine das. Und hier, so sieht ein Freilauf. Achso, oh. Also, hallo, guck nicht so. Da drüber. Weil da drunter ist ja Klarschrift. Das habe ich natürlich auch nur semi-professionell vorbereitet, tut mir leid. Das ist nicht so schlimm. Endlich eine Waschmaschine. Jetzt habe ich ihn im Sack. Ist der alles unterstellt? Das ist nämlich das Geile ist, er hat mir ein paar E-Mails geschrieben, da habe ich mir durchgelesen. Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Ja, ja, richtig, genau, das ist ja der Trick. Muss ich jetzt schon die Hose runterziehen? Das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Weil ist ganz klar, die Klicks bei YouTube, da kann der Daniel nicht mehr von leben. Wir müssen einfach auf YouPorn einsteigen und das ist halt der erste YouPorn-Vertrag, den wir jetzt gemacht haben. Ja, geil. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Team. So, einer ist natürlich für dich, ne? Ja. So, okay. Gut, ja, das war's. Das war's. Wir sind hier mal, ich habe euch extra die Heizung angemacht. Ja, hier ist richtig warm drin. Dein Falter? Ein Porsche GT3 RSR. Wunderschön. Ja, wir sehen uns also demnächst wieder mit dem Sender Steve zusammen in neuen Videos auf den Trails, beim Thomas im Kurs und in ganz, ganz viel Action. Es wird eine wilde Zeit dieses Jahr, ich sage es euch. Mit ganz viel Glück ist der Daniel dann immer nur hinter der Kamera. Genau, wenn ihr ganz viel Glück habt, dann seht ihr auch in den ganzen Videos gar nichts von mir. Und endlich. Der Kanal ja mal sympathisch. Ja, endlich mal wieder mehr vom Thomas. Wir geben noch mehr Klicks, was die Wut. Ja, hoffentlich. Ja. Aber ich habe gar keinen Bock, dass der Marvin mitkommt. Vor allen Dingen, wenn die Temperaturen das zulassen, gibt es auch die neuen Free and Ride Mono Kinos und die werden wir dann anziehen, glaube ich. Ah, geil, ja? Alter. Oder? Kennst du, ne? Mono-Kino. Diese Dinger, wo du nur hier und Bohranzug. Ja, genau, ja. Richtig. Ja, genau. Nicht direkt nackt. Ja, das geht schlecht wegen YouTube. Das geht Zensur. Ja. Und dann hörst du immer die ganze Zeit. Das machen wir dann auf der anderen Plattform, wofür du den Vertrag hast. Ja, genau. Ah, geil. Macht's gut, Leute. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.